Was geht ab, Leute? Wir gehen jetzt Burger testen. Und zwar von einem Zuschauer. Ich weiß nicht, ob der Laden ihm gehört oder er da nur ein Koch ist oder so. Aber er meinte schon länger, Johann, schau bei uns vorbei. Diese Kollegen, die wollen einen super saftig vom Herzen. Die wollen sich uns stellen. Und das finde ich geil. Mit am Start, wenn es um Burger geht, natürlich andere Hälfte vom Goldenen Food Duo von Nankatsu. Was geht ab, Mann? Freut mich, Johann. Servus. Oh mein Gott, die kennen sich. Digga, kannst du da noch unparteiisch bleiben? Nein, natürlich kann ich das. Ja, dann geh mal rüber. Wir haben uns hier gesetzt, aber das ist unser Tisch hier, extra reserviert. Dann machst du nichts. Schaut mal, Leute. Ich bin gerade extra reingegangen und hab gefragt, ob die es ein bisschen leiser machen können, weil YouTube, Copyright und so, die langweilen. Und da steht halt extra auf der Karte sogar, nein, wir machen die Musik nicht leiser. Geh so noch weiter, sprich dich hier irgendwas an. Absolut, ja. Gerade sehr für jeden was dabei. Aber ich werde natürlich einen Burger nehmen. Ja, und das, wieder, ja. Und das, genau, und da steht jetzt auch Fried Chicken Burger. Oh, okay. Fried, also sprich, denke ich mal so paniert oder so. Und da gibt es sogar noch einen Double Fried Chicken Burger. Oh, shit. Also ich glaube, der wird sein. Hab Fun. Mach's auf. 11:30 Uhr. Danke dir. So. Okay. Optisch schon mal richtig nice. Kann man nichts sagen, oder? Geil. Also ich finde meinen sehr geil. Vor allem diese Stelle hier, Leute. Schaut gut aus. Boah, ich hätte den Crunch bis hier. Hey, hier ein bisschen, ich höre es ein bisschen wärmer. Ah, richtig fried chicken, richtig krustig. Richtig lecker. So sehr, sehr lecker. Ich check erstmal die Pommes und die verschiedenen Dips hier. Die sind krass, die sind gut, Mann. Mhm. Noch schön, wie nennt man das? Mit Kartoffelfleisch drin. Mit Haut. Richtig schön, geil. So. Okay. Ja, das taugt mir, Mann. Mhm. Der Käse ist so ein bisschen angebraten. Und der Käse ist echt gar nicht so gut. Gut ist auch nicht zu viel Soße. Mhm. Also nicht, dass es alles runtertrieft und rausfällt und so. Ist eigentlich perfekt für Menge. Das liegt so perfekt in der Hand. Mit dem Druck wird es immer so ein bisschen eingequetscht. Ich schätze heute, mein Gott. Hier kommen wir auf jeden Fall vorbei schon. Mega geil. Mhm. Keine normale Panade. Tipp mal auf Panko oder sowas. Soße sehr lecker, wirklich spicy, also ein bisschen schärfer. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Entweder die oder die. Ja, genau. Also meiner der die hier. Das ist das Favorit hier, Leute. Die überzeugt dich. Weißt du, was es ist? Was für eine Soße? Mhm. Ich habe keine Ahnung, aber die ist echt lecker. Aber wirklich lecker. So, Leute. Das ist super gut. Mhm.
Also satt wird man dann doch. Auf jeden Fall. Preis-Leistung passt. Ich bin immer noch fasziniert von diesem Käse, Mann. Mhm. Das macht das, hebt das hervor zu den anderen Burgern. Aber ich habe das noch nie so gesehen. Jetzt kommen wir zur großen Frage. Der hier oder Bürgermeister? Die Sache ist die, ich kann ja nicht den Vergleich ziehen, weil ich hatte keinen Hühnerburger jetzt. Gut rausgeredet. Aber ich werde hier auf jeden Fall mal auch den Rinderburger testen, weil also der hat mich total überzeugt. Richtig crunchy, richtig geile Portion. Preis-Leistung passt. Aber ich muss ehrlich sagen, Freunde, Bürgermeister ist mein absolutes Herz. Mein absoluter Herzburger. Da kommt keiner dran. Ja? Sogar ich, wenn ich einen Burger mache, ich selber, ich glaube, ich kriege den nicht so geil hin wie dir. Ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn einfach. Auf ewig. Auf ewig Nummer 1, Mann. Elephant Bay, könnt ihr uns gerne sponsern, dann drehen wir ein Video, wir testen alle Elephant Bay Drinks. Also ein paar interessante Drinks haben die auch am Start, Cocktails am Abend. Irgendwas mit einer Switch und Mario Kart sehe ich hier. Oh, geschafft, Leute. Starke Portion. Bisschen Fazit, was sagst du denn, Leon, Tati? Laden echt nice. Also Essen. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich habe gesehen, da gibt es Salate, Wraps haben die auch. Sah wirklich richtig schön aus, auch jetzt auf dem Foto. Der Burger, den ich hatte, der war echt mega. Also auch von der Portion her, Preis hat gepasst. Ja. War die Beilage extra, aber ist eigentlich normal mittlerweile. Preis-Leistung, wie gesagt, wirklich tipptopp. Geschmacklich wirklich auch sehr, sehr gut. Knusprig, saftig, Soßen sehr lecker. Die ist mega. Kartoffeln auch, klar, sind nicht selbst gemacht, aber gutes Produkt. Ja. Er kauft nicht das Billigste ein, ja, sondern er kauft dann auch wirklich gute Sachen ein. Man merkt dann auch auf dem Pommes oder auf den Curly Fries, wo ich hatte, so eine kleine Kruste doch noch drauf. Also das macht es ein bisschen knuspriger. Ich gönn's ihm. Ja. Also wirklich viel Erfolg. Ja. Ich werde auf jeden Fall den Rinderburger hier testen. Ja. Finde ich auch. Ich finde, hier wird auch viel aufs Detail gelegt. Wir haben hier vorhin über Lieferservice geredet, Vespa, alles mit Logo, auch diese Tasche da. Kuss geht aus dem Magisch, hat jetzt auch so eine. Aber andere Farbe. Hier, das ist der Hochbettbutcher drauf. Ja, Mann. Wie gesagt, wie bei meinem Käse. Man merkt die Details, also das ist jetzt nicht nur das 15 Laden. Ja, und solche Laden. Und sympathische Leute, ja. Eigentümer, alles. Das ist auch sehr wichtig. Wir hatten schon mit unsympathischen Leuten zu tun. Ja. Und da schmeckt das auch direkt schlechter. Ja. Das spricht dich was an. Ja, klar. Ich will auf jeden Fall mal testen, wir mal beide einfach, oder? Wie du willst. Gerne, also ein Stück von dem und ein Stück von dem. So, Nachspeise. Cheesecake und Marmorkuchen. Kann man machen. Mhm. Nächste Food Location mit Tati scheint zu stehen. Irgend so ein alter Wirt oder so. Ja, alter Wirt im Mosach. Alter Kollege, vor dem ich seit über 20 Jahren habe ich mal gearbeitet.
an der Bar, nebenbei habe ich gearbeitet an der Bar, Barkeeper. Habe auch viel gelernt in dem Laden. Hat Spaß gemacht. Greife ich dir gleich auf. Er hat sehr viel Spaß gemacht. Was für ein Zufall. Ja. Und sein Neffe, ja, also mit dem ich früher habe, sein Neffe hat auch früher da gearbeitet, der war richtig jung. Mhm. Und ja, die haben wir jetzt hier getroffen. Im Fat Butcher. Ja. Nice. Die Welt ist klein. Das hast du safe gesehen. Knossi hat das zum Beispiel probiert und so. Da hat er so gekotzt und ich so. Ich glaube schon, ja, ja. Also das demnächst dann beim Fat Butcher in München. Ach so, das ist dieses... dieser Fisch. Dieser stinkende Fisch, oder was? Ja. Die weißen, die flippen da schon aus, wenn sie das Ding aufmachen. Nur aufmachen, ja. So, boah. Gib dem Ganzen eine Chance, das ist Alter. Eine Delikatesse. Ja, genau. Da habe ich schon viele Videos auch gesehen. Ernst lustige Geschichten. Ernst lustig. Vielleicht mal setze ich das Ding wirklich auf die Karte. Boah. Nur also, gegen. Ich will es probieren. Letzter Tisch hinten. Ja, ganz mit Eimer daneben. Und dann machen wir deine Party wieder aus. Safe. Jawohl. Ich werde da am Start. Bei sowas bin ich immer dabei. Mann. Jetzt hast du eine Chance. Was willst du zu den Soßen sagen? Eine kleine Auswahl gewesen, unsere Spezialitäten, nämlich die Signature-Soße, Geheimrezept des Hauses. Das war diese Senfsoße da, oder? Ganz genau. Ja, die war gut, Senfig, ja. Genau. Dann die Chipotle-Mayo, bisher pikanter. Welche war das? War das die flüssigere oder die dickere? Nein, die dickere. Die dickere, ja, okay. Okay, die war auch gut, ja. Die flüssigere ist etwas Spezielles, nämlich eine Baconese. Ja, die war mega. Deswegen, die war mega lecker. Ja, aber dann hast du es ja rausgeschmeckt, dann war es ja gar nicht so verkehrt. Ja. Und das andere war eine Barbecue-Sauce, genau. Aber auch eine spezielle, die Sweet Baby Ray, ja. Für mich Nonplusultra. Also, die ist auch gestern. Nee, die Soßen waren mega, wirklich. Ja, top, dann nochmal alles checkt, ne? Bis bald, mein Lieber, gell? Hat mich gefreut. Sehr gefreut. Soft! Also spätestens, wenn die Smashburger ready sind, kommen wir. Paul hat mich sehr gefreut, Mann. Immer. Auf jeden Fall. Lustige Zufall, Leute. Nächster Spot, ich melde mich. Yo, das war's von mir und Tati, dem goldenen Futur von Nankatsu. Kuss geht raus an den Zuschauer und Fat Butcher. Überraschend, sehr guter Laden. Mit Potenzial, richtig, richtig krass zu werden. Wir haben ein bisschen gequatscht, war ein richtig cooler Typ. Er hat uns ein paar Restaurant-Beach-Stories erzählt, so mit der Nachbarschaft. Negativbewertungen, Bombing und sowas. Und er hat auch erzählt, dass er mitverantwortlich war, Connections hatte zu den Buns, die importiert werden, irgendwelche richtig krassen Buns, die zum Beispiel Goldies benutzt. Ja, sehr interessant. Ich denke, der Laden hat sehr viel Potenzial. Demnächst bieten die Smashburger an. Wir testen alle Smashburger in München irgendwann und da wird er wieder dabei sein. Aber ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir dort waren. Und er hat uns auf eine neue Idee gebracht. Neue Testreihe, wir testen Wirtshäuser, aber so moderne, junge Wirtshäuser, die versuchen, die bayerische Küche an die junge Gesellschaft zu führen. Das war's von mir, Leute, wie man liked und von Tati, wie man liked, subscribe, kommentieren, check die Videos, folgt mir gerne auf Instagram, investiert Bitcoin, die Finkur, Crypto, Cashflow, generieren, check the business und ciao.